Moin moin und heidi ho ihr Lieben, hier ist wieder eure Mathilde in Verstärkung von Harvey und Edna. Aufgrund der extremst hohen Nachfrage im letzten Video bezüglich der weiteren Diagnosen der unterschiedlichen Insassen, hier dieses kleine süße Intermezzo-Video, deswegen halt auch nicht an einem der üblichen Termine, sondern ausnahmsweise mal an einem Mittwoch. Ich habe jetzt einfach nochmal einen Spielstand geladen. Gott sei Dank habe ich mir angewöhnt, mehrere zu machen. Haha. Genau, ich habe jetzt noch keine einzige Therapie mitgemacht. Also es ist alles neu, auch von Adrian habe ich noch nicht. Ich werde jetzt einfach alle nochmal von oben nach unten durchgehen, damit ihr auch alle Diagnosen hört. Und zumindest von den Personen, die ich noch finden werde, die werde ich auch mit den Diagnosen nochmal konfrontieren. Also es werden Droggebecher, ich glaube der Mann im Bienenkostüm war noch dabei. Und ich habe, glaube, abgesehen von Adrian noch Hoti und Peter. Peter könnte schwer werden, weil der hockt ja mit Petra im Klo. Und Petra betüttelt ihn und ich glaube, Edna möchte ihn da nicht stören. Und wo Hoti ist, weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, nachdem wir ihn von Moti getrennt hatten. Aber wir gucken mal. Daran, dass es ein neuer Spielstand ist, das oder alter Spielstand, das könnt ihr daran erkennen, dass hier Dr. Marcel noch sehr jungfräulich aussieht. Ich werde ihn jetzt auch nicht weiter verschandeln an der Stelle, weil das ist jetzt so ein Intermezzo außerhalb. Ich bin natürlich schon ein bisschen weiter. Okay, aber dann lasst uns ein paar Mal therapieren lassen. Ich höre mir jetzt auch den Dialog das erste Mal nochmal ganz an. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? So, das können wir ja machen. Ich meine, letzten Endes, wir haben ja uns das schon mal angehört. Das, was der gute Poki da erzählt, das, denke ich, brauchen wir uns nicht noch einmal anhören. Also kann's losgehen. Ja, es kann losgehen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn's sein muss. Hallo, Gruppe. Hallo, Edna. So, genau, der Mann im Bienenkostüm. Arbeiten wir uns doch einfach mal von oben nach unten durch. Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. So, der Bienenmann wurde immer als Erster im Sport ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Erstes ausgewählt. Als Erstes? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Katze gewesen wäre? So, die Katze hatte Adrian und die war rot. 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 So, so. Der Fall ist klar. Ihr Vater war ein Imker. Eines Tages hat er sie in einem Bienenstock vergessen. Das haben sie ihm nie verziehen. Seither zeigen sie ihm ihren Protest, indem sie ein Bienenkostüm tragen. Das war's, sie sind geheilt. Sie können gehen. Oh, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Okay. Also so viel dazu, da was uns der Mann im Bienenkostüm erzählt hat, wenn ich mich noch recht entsinne, hat der nämlich behauptet, er hätte eine Wette verloren. Jetzt kommt Adrian. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki.
Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Sí, sí, claro. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Da wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Grüner Hund. Grün. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Dann kommen wir jetzt zu... Ich glaube, Droggelbecher war der nächste. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Da wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Droggelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Drittes ausgewählt. Als Drittes? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Blau, 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 blau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Mit Ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen Sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. So, dann Peter. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Darum bin ich hier. Sehr gut. Therapien sind ganz schön anstrengend. Ja? Da wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. So, ich bin Peter. Ich bin Peter. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Peter war Vorletzter. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Ratte gewesen wäre? Die Ratte war gelb. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden an einer manischen Depression. Diese Depression wird durch die Tatsache, dass Sie heute Geburtstag haben, verstärkt. Wahrscheinlich rührt Ihre negative Einstellung daher, dass einst bei einem Badeausflug nach Helgoland Ihre Sandburg durch einen Kometen zerstört. Seitdem glauben Sie, die Welt sei gegen Sie. Das war's. Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Entschuldigung. Okay.
Oh, jetzt muss ich mich zusammenreißen, jetzt kriege ich einen Lachkrampf. Ah. Ja, sehr schön. Ein Komet zerstört die Sandburg. Herrlich. Helgoland ist übrigens eine sehr hübsche Insel. Hat coole Schafe. Oh. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja, einmal noch. Einmal noch. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Ich bin Hoti und das ist mein Zwillingsbruder Moti. Ah ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Achso, Hoti war letzter beim Sport. Ich wurde beim Sportunterricht immer als letzter ausgewählt. Als letzter? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Pony gewesen wäre? Schwarz, wie die Nacht. Schwarz. Schwarz, so, so. Der Fall ist klar. Sie leiden sehr darunter, dass Sie untrennbar an Ihren siamesischen Zwilling gefesselt sind. Sie fürchten, niemals ein eigenes Leben führen zu können. Das macht Sie zynisch und verbittert. Reden Sie mit Ihrem Bruder über diese Gefühle. Wer könnte Sie besser verstehen? Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. So, ich glaube, einmal gehe ich doch noch rein. Wir hatten uns ja schon mal als Edna Konrad vorgestellt. Auch, dass wir im Keller eingesperrt wurden. Und ich glaube, ich hatte in dem Durchgang die Farbe Eierschale angegeben. Ich hatte es auch schon mal mit diesem Mokka-Oktarin getupft ausprobiert. Und beide Male hat sie gesagt, du erzählst nur Geschichten. Aber da war ja noch diese Flatula irgendwas. Und die will ich jetzt nochmal ausprobieren. Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Flatula Buselgar. Mhm. Ich bin Flatula Buselgar. Ah, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Ah, den Kühlschrank? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Dorsch gewesen wäre? Mokka Oktarin getupft. Mokka Oktarin getupft. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Pa, er braucht die schon. Okay, also in dem Fall tatsächlich das Gleiche, wie wenn ich mich als Edna vorgestellt hätte und abgesehen von der Farbe. Weil ich habe keine Ahnung, welches Ednas Lieblingsfarbe ist. Was wollte ich jetzt sagen? Lieblingsfarbe, Edna. Genau, also beide Male wurde mir gesagt, sie erzählen mir nur Märchen und sie arbeiten nicht mit, bla. So, jetzt wollen wir aber nochmal gucken, was die Leute dazu sagen. Das sieht gefährlich aus. Egal. Oh nein, der... Ach nee. Ach, wir haben ja gar nicht den Aluman. Den Aluman, der war ja gar nicht dabei. Da kommt der nächste Ausgang. So. Dann gehen wir doch erstmal zu Peter. Aber ich wette... Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht?
Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Okay, also Peter können wir leider nicht helfen. Aber vielleicht können wir ja dem Mann im Bienenkostüm helfen. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Ach ja, ich hatte es ja neu gemacht, hatte ich ja kaum mit dem Nenn geredet. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Ich mache das hier mal einen Schnelldurchlauf. Servus, ihr Harvey. Kennt ja das alles schon. So. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach dann mal eine Fliege. Okay, vielleicht gehen wir ihm noch Vielleicht besorgen wir ihm noch schnell einen Kaffee. Vielleicht hilft ihm das ja. Wobei, den Kaffee hatten wir doch schon. Oder wir bringen ihm nochmal einen neuen Kaffee. Hallo, Droggy. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Er ist so süß, wenn er wütend ist. Droggelbecher braucht keine Therapie. Er ist, wie er ist. Okay, vielleicht habe ich es doch schon mal gemacht. Gut, aber ich will noch gucken, ob ich doch dem Mann im Bienenkostüm helfen kann. Nichts. Oh, okay. Ja, schade. Kann ich nicht mehr therapieren. Peter auch nicht. Bleiben ja nur noch Roti und Moti über, aber ich fürchte, dass da auch nicht so viel war. Da kommt der nächste Ausgang. Sind nicht da. Okay, gut. Auch egal. Also, wir haben unsere Gruppentherapie für Spieleprogrammierer haben wir gemacht. Interessant. Also, ich fand vor allem sehr geil, das mit dem Kometen, der die Sandburg zerstört hat. Ansonsten kommt, ich glaube, Donnerstag. Donnerstag kommt die nächste Folge raus. Genau. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, macht's gut, gerne Kommentare, falls noch nicht ist, abonnieren, liken ist auch immer schön, da freue ich mich drüber, ansonsten macht's gut, bis dahin, eure Mathilde.